Ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Super Smash Bros. Ultimate. Wir zocken heute auf dem Account von meinem Bruder. Ich habe King K. Rool ziemlich low von den GSP her gedroppt. Und wir bauen jetzt ein bisschen Scheiße auf 2 Millionen GSP. Ab geht's. Und warum habe ich das Headset so auf, als würde ich dadurch den Ton hören? Das ist voll unbequem, vor allem wenn der Ton von außerhalb kommt. Ja, Hauptziel, wie gesagt, Scheiße bauen, paar behinderte Clips farmen. Ich habe sowas vor einiger Zeit schon mal gemacht, aber damals war ich auch noch nicht so gut und allgemein, auch mit Capture Card, ich glaube, es ist ganz gut, das nochmal zu machen. Ich habe auch schon auf dem Weg runter hin und wieder meinen Clip gelandet, weil ich schon auch gespielt habe und nicht einfach nur dauerhaft SD'd. Weil das wäre langweilig. Ich muss aber sagen, viele Leute, die ich hier auf den GSP treffe, sind besser, als man vielleicht denken würde. Und manche machen Wario-Abi im Neutral. Versuchen wir mal eine sehr schwache Nähr zu landen. Oder fangen wir seine Nähr ab. Und holen uns. Oh, ich wollte das Bike. Ernsthaft, seine Backair trifft. Ja, natürlich kann es sein, dass ich ein bisschen auch reinscheiß, wenn ich nur auf Clips gehe. Zum Beispiel, wenn ich dann 2 Stunden auf eine Nähr fische. Als ob das so vertikal geht. Horizontal. Und kannst du dich langsam mal verpissen? Ich bin gerade aber auch nicht bei bester Laune, was noch ein bisschen Nachteil ist. Weil ich ziemlich arg beschäftigt mit dem neuen Mikrofon-Setup bin, was ich so oder so nicht in Smash nutzen würde. Deswegen merkt man auch nichts. Aber für die Walross-Edition will ich das halt nutzen. Aber das ist im Moment deutlich zu leise. Und auch wenn es deutlich bessere Ausrüstung ist, habe ich nicht das Gefühl, dass die Qualität besser ist. Und das liegt nicht daran, dass ich der Meinung bin, dass die Walross-Edition eine gute Audioqualität hat. Weil, nee. So, ich sollte dann jetzt, denke ich, langsam mal ein bisschen mehr Scheiße anrichten. Ja, wow, das explodiert einfach. Forward Air. Die Dash Attack hittet nicht rein. Ich nenne es Bait. Und hör auf, mein Shield zu F-smashen. Er hat halt den Waft. Ich hoffe, dass er ihn vielleicht jetzt gleich benutzt. Noch auf diesem Stock. Oder, dass er mich keinen Stock runterbekommt. Nee, das tötet mich. Der will mich eindeutig Stage spiken, aber ich bin bereit, wenn er meine Bär trifft. Er geht auf die Back Air, aber komplett an einem falschen Ort, um das Ding zu landen. Und ja, das hätte nicht treffen sollen. Der nimmt sich aber auch gerade wirklich tolle Options raus. Absolut keinen Sinn machen. Und ich lebe immer noch. Nö, ich sterb heute nicht mehr. Nicht so ein Bock grad. Nö. Ich glaube, der reilt nicht, dass ich sagte, ich sterbe nicht.
Okay, er macht nicht die dumme Option. Kurzer Lag. Wow, er tötet auch mal. Jetzt muss ich halt aufpassen, weil Wario wurde zwar genervt, aber fucking Waft ist immer noch broke. Er benutzt das Bike und ich habe gehofft, dass ich mit dem Cannonball das Bike treffe und dann der Cannonball ihn. Das ist ja durchaus möglich. Und hätte er sein Schild losgelassen, wäre er tot gewesen. Kann er jetzt mal... War langsam Zeit, dass der Kampf endet. So. Definitiv kein guter erster Kampf. Hat eine Weile gedauert und Performance, nein. Ich habe schon deutlich Besseres auch heute gemacht. Ich zeig, denke ich, gleich auch mal, ja, machen wir das jetzt, einen Clip, den ich vorhin bekommen habe, der, finde ich zumindest, eigentlich ganz cool war. Video habe ich extra schon als Clip zurechtgeschnitten. Gegen einen Falcon beim Droppen habe ich, zack, das gemacht. Irgendwie ist die Qualität gerade recht low, habe ich das Gefühl. Habe ich mich noch ein bisschen gefühlt dabei. Ich war aber auch am Moven in dem Battle. Irgendwie davor habe ich noch mal gefühlt dasselbe in schlechter gelandet, wo ich aus dem Jablock einfach nur Down Air Up Smash gemacht habe. In dem Fall war es Jablock, Down Air, Read into no- Down Throw, Down Air Up Smash. Das Droppen hat lang genug gedauert, könnt ihr mir glauben. Deswegen, ich wollte ursprünglich mindestens unter 2 Millionen, aber es wären noch locker 15 Kämpfe mindestens gewesen und ich wollte das Video halt heute aufnehmen. Allein schon, weil, das merkt man vielleicht ein bisschen. Mir gehen im Moment so ein bisschen die Videos aus. Ich hab nix über. Green Ninja auf 2 Millionen GSP. Christian, ich hoffe, du guckst zu. Weil das kann nur ein Spaß werden. Er downert mich auf 0 offstage. Warten wir, bis er reinspringt. Das war tatsächlich 500 IQ. Habt ihr gesehen, wie die Crown ihn einfach geblockt hat, sodass seine Hitbox extended wurde? Und dadurch hat die Back Air ihn getroffen. Okay, dafür mescht er schnell genug. Hör auf zu meschen. Das geht auch nicht gegen Greninja. Der benutzt gerne Shadow Sneak. Hust. Hust, hust. Ja, der Kampf läuft ein bisschen... Warum? Warum würde ich dich in deiner Unverwundbarkeitsphase angreifen? Ah, ich wollte ihn einsaugen eigentlich. Ich will noch mal eine ganz schwache näher landen. Weil daraus kann man Shield, eine Tech-Situation machen. Auf diesen GSP sehr einfach. Okay, war noch nicht hoch genug. Auf diesen GSP dann einfach ein Jetlock und daraus dann irgendwas Cooles. Deswegen fisch ich auf die Nähe. Und warum ist mein Jump nicht rausgekommen? Ich würde jetzt guter Versuch sagen, wenn der Versuch gut gewesen wäre. Ja, es ist mit dem Jablock bei Carol. Carol ist definitiv kein Charakter, der sehr auf Jablock aufbaut, sage ich mal. Aber ist ganz lustig, wenn man damit was hinkriegt. Auch wenn ich ehrlich gesagt glaube, nicht mal Down Air ist true aus dem Jablock. Warum ist mein Schild nicht rausgekommen? Ich versuche bestimmt nicht weiterhin, diese schwache näher zu landen. Okay, inzwischen ist er zu hoch. Deswegen nehmen wir einfach
Deswegen tötet er sich einfach selber, weil er bemerkt hat, aus ihm kommt kein gescheiter Clip mehr. Ich save's jetzt einfach mal wegen den ganz krass geplanten 500 IQ Hitbox Extension into Punish. Aber ja, solche Interaktion kann's geben. Es hat Gründe, dass es in Higher Level Gameplay viele Green Ninjas gibt, die nicht jedes Mal mit Sidebeat zur Ledge gehen. Christian zum Beispiel macht das auch nicht, spätestens seitdem. Also früher hat er es auch noch sehr oft gemacht, aber ich habe dann auch einfach begonnen, ihn gefühlt jedes Mal da draus zu backairen. Fox, gegen den kann man schöne Scheiße machen. Und wenn er dann auch noch bad ist... ich muss noch mal gucken. Ich wollte noch von Omega umschalten. Und guck mal, Matchup. Es K-Rool Fox macht selbst auf diesen GSP ja viel Spaß. Ich habe nicht gedacht, dass er im Schild bleibt. Ja, aber der Typ... Okay, er macht nicht viel außer abtilten, aber es reicht halt in dem Map. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber mein Bildschirm ist teilweise in letzter Zeit für einen Moment weg. Gerade eben zum Beispiel. Deswegen hatte ich auch nicht wirklich die Chance, ihn zu punishen. Er will Sidebeam dementsprechend. So. Wenn er höher gegangen wäre, hätte er gegen den Ken, wäre er gegen den Ken-Ball geknallt. Und dadurch, dass er low gegangen ist, musste er Abi machen. Und man will mit Fox eigentlich nie Abi machen. Ja, okay. Ich war sogar fast sicher, dass ich tot bin, muss ich sagen. Zack. Seine Abwehr trifft bisher in diesem Video noch nichts so Gutes rausgekommen. Vor allem rieche ich doch schon. Hier aufpassen, ansonsten... Oh Gott, ansonsten sind wir wieder in einer neuen Cutscene. Er rollt nicht. Down Smash. Punkt nicht. Und er geht einfach rein. Und ich glaube, dass die Ei war auch richtig mies. Da hätte ich versuchen können, was draus zu machen. Internet. Alter, heute läuft alles beim Aufnehmen. Heute läuft hier alles. Also, wir machen die Crown in die Richtung, lesen ihn und töten ihn. Ja, kann simpel sein, aber mit Clips klappt's gerade nicht so gut. Nochmal ein paar GSP, bis ich da wieder in Richtung Elite bin, hat man mehr als genug Kämpfe, in denen ich auch schon noch ein, zwei gute Dinge landen will. Aber inzwischen bin ich auch ein Pro-Controller nicht mehr so gewöhnt, ne? Ich spiele fast nur Handheld auf Tryhard. Und beim Aufnehmen kann ich halt nicht Handheld spielen. Dementsprechend bin ich in Aufnahmen in der Regel auch noch ein bisschen schlechter als irgendwie in CBs oder so. Backairn. Der lässt sich nicht backairn, der Computer. Falken habe ich so oft getroffen. So viele Falkens sind auf diesem GSP-Gebiet. Well. Warum? Und 90% von ihnen spielen identisch. Darf ich das mal anmerken? Gefühlt nur Special Spam. Opfer. So, ich glaube, der hat Bock.
Wie wär's, wenn wir ihn jetzt nochmal... Der Cannonball hat getroffen, mehr aber nicht. Wow, diesmal recovered er sogar, Leute. Der steigt in ganz neue Sphären auf gerade. Warum meschen die gefühlt besser als die Leute auf 6 Millionen hier? Nope. Und kill. Jetzt mal im Ernst, das ist ein bisschen nervig. Ich will so dumme Scheiße teilweise machen, aber die Gegner meschen zu gut hier unten. Fragt mich nicht, warum. Aber die Gegner auf 2 Millionen GSP sind besser im Meschen als gefühlt 90% zum Beispiel von SQT. Die kommen hier teilweise auf 80% noch aus Down-Throw-Up-Tilt raus, ohne getroffen zu werden. Aber ich schätze mal so, mit Low GSP ist halt, wenn man eine Sache kann, dann ist es Smashen. Weil die drücken ja eh durchgehend nur irgendwelche Knöpfe. Cloud, gegen den kann man bestimmt tolle Kacke machen. Wow, toller Trade. Ah, ich wollte einen Footstomp, aber... Ha. Nice try, und damit meine ich scheiß try. Ah, das sollte eine Forward Air werden. Der mesht bad. Das muss ich ausnutzen. Haha. Irgendwie habe ich gedacht, er wäre tot. Das wäre so richtig Cloud-like gewesen. Wow, ich wollte ihn disrespekten und dann das. Das lohnt sich für dich doch nicht mal. Darf ich anmerken, dass irgendwie 95% aller Leute auf diesen GSP nicht mal versuchen, an die Ledge zu gehen, sondern jedes Mal high recovern? Es ist ein bisschen blöde. Das kann ich an sich auch gut punishen, aber... Ja, hat er keinen Bock mehr. Was auch so ein bisschen die Sache ist. Die Leute hier auf den GSP sind in der Regel so viel cooler drauf als weiter oben. Weil man hier mal ein gutes Match hat. Die rematchen auch. Und wenn was passiert, man merkt einfach, dass die nicht so am Sweaten sind. Es ist einfach entspannter, muss man sagen. Ist das derselbe Wario? Ich habe keine Ahnung und ich habe die Stage immer noch nicht umgestellt. Oh mein Gott, Megalovania. Ah, sad. Was ganz wichtig ist, das meiste an Scheiß, das ich probieren will, basiert auf irgendwelchen Down-Tilt- und Down-Throw-Shenanigans. Deswegen, wie gut mashst du? Wenn ich's richtig gesehen habe, gefühlt überhaupt nicht. Und das muss ich nutzen. Genau solche Leute, das ist übrigens sehr sicher nicht derselbe Wario. Solche Leute brauche ich hierfür. Digga, diese Appen. Haha. Das Motorrad explodiert noch drin. Der Typ ist ein bisschen übermotiviert mit Warf. Kann das? Hier, davon sollte man auf 70 halt nicht getroffen werden, ne?
Es wird Zeit für eine Week mehr. Nicht von der Abi sterben, bitte. In die andere Richtung. Motherfucker. Du sollst nicht einfach sterben. Wenn, dann schon so. Also ohne Disrespect lasse ich ihn nicht gehen. Und jetzt tschüss. Ich hätte gern mal ein Heavy Ditto. Ich hatte auf dem Weg nicht sonderlich viele. Ich glaube, 2 Donkey Kongs und 1 K-Rool. Und gegen den K-Rool war ich gefühlt der erste Spieler, der es geschafft hat, mit K-Rools Down-Throw zu töten. Also dem Throw. Kein Follow-up. Es geht, aber es ist dumm. Und es hat rund 400% gebraucht. Das ist übrigens kein Heavy Ditto. Fun Fact. Yoshi. Ja, die Stage stelle ich heute nicht mehr um. What the fuck? Wie hat das getradet? Auf diesen Prozenten kann ich versuchen, auf eine Sweet Spot näher zu gehen. Es ist so... Oh Gott, es ist... Ein ganz krasser Yoshi, ich merke schon. Aerial Spam, aber dass er keine richtige Recovery hat, muss er noch lernen. Geben wir das da. Haha, Grab Go, brrr. Wow, ich hatte kurz den Gedanken, dass er vielleicht schlau genug für ein Up-Smash wäre da, aber... Haha, guck mal, wenn ich ihn jetzt grabbe, dann masht er gefühlt nicht. Gegen irgend so einen will ich mal nicht im Ansatz. Ja, und das tag ich auch nicht. Hier, das meine ich halt auch so ein bisschen. Ich meine, es ist an sich ein typischer Meshi-Online-Yoshi, aber auch kein so schlechter. Warum ist der auf 2 Millionen? Und das sehe ich ganz häufig. Aber ich würde sagen, den Kampf beenden wir so schnell wie möglich. Ich habe keinen Bock mehr auf Yoshi. Dementsprechend lass dich forward ehren. Digga, Yoshi näher. Oh, das war mies. Das war schon ein bisschen mies. Aua. Man gewinnt viel mehr GSP, als man verliert hier unten. Oh, der Arme. Das war schon gemein. Aber apropos, wenn wir jetzt hier gerade schon im Screen sind, komm. Wir gehen Small Battlefield. Ich habe geschwankt zwischen... Oder? Auf normalem Battlefield bin ich eigentlich ziemlich gut. Ich mochte das lange nicht, aber... Gefühlt performe ich auf der Stage immer. Dementsprechend... Naja, jetzt gehe ich mal Small Battlefield. Das wird auch definitiv nicht das einzige Video dieses Formats sein. Und wir können ja beim nächsten Mal auf normales Battlefield gehen. Upsmash. Upsmash. Das Fass. Ich meine, ich weiß, dass das geht, aber ich finde, das sieht immer wieder toll aus. Game and Watch. Was hab ich davon zu erwarten? Ich sehe schon. Ich sehe schon. Soll ich dir was sagen? Meine Up-Air besiegt tatsächlich deine Down-Air. Ich weiß, das ist für Game & Watch Mains echt schwer vorzustellen, aber man kann eure Down-Air besiegen. Ich bräuchte gerade mal wieder so eine Weak-Nair. Digga.
Ah, hätte ich da was draus bekommen, wäre lustig gewesen. F-Tilt. Der Typ hat schon Bock. Ich glaube, der reilt wirklich nicht ganz, dass der seine Option doch etwas arg punishable benutzt. Und what the fuck ist das gegen Schild, bitte? Das ist ja komplett broke. Ich habe kurz gedacht, er würde auch sterben, was sehr lustig gewesen wäre. Hör auf, mich zu hitten. Ich sagte, hör auf, mich zu hitten. Ich will jetzt noch irgendwas Dummes landen. Und zwar grabben wir ihn. Down Throw, er war bereits zu hoch, um noch mit einer Back Air reinzugehen. Die Neutral Air tötet schon fast. Was ganz lustig wäre, was ich jetzt versuche, er geht auf Game & Watch BS. Digga, was ist das für eine Hitbox? Ich mache lieber hier jetzt. Es ist so billig, wie der wirklich Down Smash im Neutral spammen kann. Und es funktioniert, weil Game & Watch so dumm ist. Ich verliere das, ich sehe es ja schon. Verpiss dich. Junge. Game & Watch Down Smash. Der Move, das ist halt die Sache. Das ist die Sache an Game & Watch. Da kann der Gegner Evo zocken und der Gegner kann hier auf 2 Millionen GSP chillen. Down Smash Spam ist bei Game & Watch überall. Weil der Move einfach dumm wie Scheiße ist. Gefühlt die halbe Stage hittet, buried, in F-Smash damit kombot. Es gibt einfach keine Entschuldigung für den Move. Nein. Ach komm! Musst du mir jetzt echt nochmal denselben Typen vorsetzen? Und natürlich ist der F-Smash größer als meiner. Ich riech halt schon, dass ich diesmal verliere. Außer ich punish einfach seine Scheiße. Guck mal, meine Up-Air besiegt das immer noch. So, ich mach den Kampf einfach schnell, weil ich keinen Bock auf Game & Watch habe. Das ist ziemlich sicher. Oh, so close. Nicht true, die Dash Attack da. Aber er dodgt ja nicht. Ja, diesmal machen wir ihn fertig. Warten wir. Ernsthaft, ich war doch optimistisch, dass er nicht noch diese dritte Back Air macht. Und ich bin tot, weil wir beide gehittet wurden. Schießen wir einen Cannonball. Oh, warum hat der Grab nicht gehittet? Warten wir, bis er reinrollt. Schießen hier einen Cannonball. Warum trifft das nicht? Ich kann mich einfach hinstellen und Projektile drücken jetzt. Der Typ geht eh nur noch auf Down Smash. Wollen wir ihn mit der Krone töten? Wäre lustig. Wir töten ihn mit der Krone. Da hätte ich jetzt vielleicht draus kombon können. Ich dachte kurz, er krepiert.
Sekunde, gleich haben wir's. Der lebt definitiv nicht mehr lange. Oh, da hätte ich ihn fast ge... Wow, er hat keinen Bock mehr. Was denn das? Game & Watch spielen, mich hier mehrere Runden belästigen und mich dann nicht mal einen dummen Kill bekommen lassen. Es ist, Spaß. So, wie wär's jetzt zum Abschluss nochmal mit einem Gegner, gegen den ich was Cooles machen kann? Irgendwie sowas wie den Clip, den ich euch am Anfang gezeigt hab. Ich glaube, das Beste, was wir diese Folge gelandet haben, war gegen den Yoshi das. Dementsprechend zack, ein bisschen hier noch ein CPU nerven, weil warum nicht? Aber komm, wen bekommen wir? Ein Mario. Willst du mich verarschen? Wir spielen... Was soll das? Bewege diese Stage aus meinem Blickfeld. Ich will hier nicht spielen. Komm, verpiss dich. Verpiss dich, Alter. Was ich gerade überleg. Leute, wir Circle Campen jetzt 6 Minuten auf der Uhr. Wir gewinnen! Also, ich hab Zeit, Digga. Mir ist es wert, wenn du nicht rüberkommst. Du hast diese Stage gewählt. Du trägst die Verantwortung. Selber schuld. Da, wenn du mich zu diesem Kack pickst, dann zieh ich dir einen Stock und Circle Camp, wenn's geht. Die Stage ist dafür einfach perfekt. Selber schuld. Und eigentlich sollte das jetzt der letzte Kampf sein, aber nicht mit der Stage. Ich meine, lustig war's, aber seht ihr die krasse True-Combo? Die war kein bisschen true, weil der C... Oh, das ist ein anderer Mario. Mach mir keine Angst, ich dachte, ich bin in denselben gerannt. Weil der andere hat ja offensichtlich alle Stages aktiv. Und das heißt, wir hätten auf jeder Scheiß-Stage landen können. Warum glaube ich, er geht auf eine Forward Air? Ist er nicht mal krass. Ab in den Cannonball. Hui. Ich land die Footstool des Respekts heute nicht. Ich find's super, wie Leute dieses Scrub Roll lesen wollen. Okay, ich sehe, Mesh ist nicht seine Stärke. Guck mal, meine F-Tilt hat mehr Range. Und weißt du, was lustig wäre? Wenn ich dich jetzt grabbe und du daraus stirbst, weil du keinen Mesh kannst. Das wollte ich nicht. So stirbt er auch nicht. Wisst ihr, was ganz lustig wäre? Wir lassen ihn kurz einen Kill holen, damit wir jetzt... Zack. Hallo, disconnected der Junge. Ist der weg? Warum glaube ich, der Typ ist weg? Ah, lass dich doch grabben.
Da hätte ich was ganz Tolles draus machen können. Hi. Oh, der Reed. Das wäre mir an seiner Stelle unangenehm. So gelesen zu werden. Und nochmal. Komm auf Stage. Okay, hat keinen Bock. Wenn er daran gestorben wäre, hätte ich gelacht. Wisst ihr, was toll wäre? Er ist auf 140. Wäre schade, wenn ihn jemand grabbt, ne? Und wisst ihr, was noch schlimmer wäre? Wie groß ist Mario? Reicht die Größe? Komm her, ich will was testen. Ich will nicht versuchen, dich zu Infinite. Nein, nein. Oh, geht nicht, er ist zu klein. Wer hat Mario das Recht gegeben, nicht von mir geinfinitet zu werden? Und was ist dieses Ende? Mann! Das kann ich so nicht lassen. Wir gehen jetzt einfach so. Voller Fokus. Ich mache sogar meine Tryhard-Musik an. Wir gehen jetzt für den letzten Kampf voll auf Action. Wir holen jetzt hier den krassesten Clip, der dieses Jahr bisher gelandet wurde. Komm, jetzt noch ein gutes Matchup. Musik passt. Ihr hört nichts, sehr gut. Also, ihr hört das Spiel und mich, aber nicht meine Musik. Puh. Zeit zum Tryharden. Wer bist du? Wer will auf die Fresse? Plot-Twist, jetzt kommt hier irgendwie Christian mit einem Charakter, den er einfach nicht spielt, um die Ecke. Das wäre toll. Pummeluff. Wirklich? Pummeluff. Ah, ich wollte die, ich wollte tatsächlich die Spike-Hitbox vom Upsmash landen. Ja, die versuche ich zu landen. Nur Toolstock! Clip zum Abschluss. War zwar jetzt nicht mega krass, aber schon mies. Aber Highlight war heute, denke ich, der Yoshi-Kill. Beim nächsten Mal gehen wir auf Battlefield und gucken, was wir für eine Scheiße anrichten können. Wenn es euch gefallen hat,